Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Zweite Hinrichtung im Iran wegen Protesten. Der Mann hatte sich an Demonstrationen gegen die Staatsführung beteiligt. Nach offizieller Darstellung soll er zwei Sicherheitskräfte getötet haben. Krisentreffen zur Korruptionsaffäre im EU-Parlament. Parlamentspräsidentin Metsola trifft dazu die Fraktionsvorsitzenden. Es dürfte um die Absetzung von Vize-Parlamentspräsidentin Kaili gehen. Ihr und vier weiteren Verdächtigen wird unter anderem Korruption und Geldwäsche vorgeworfen. Sondersitzungen im Bundestag nach Reichsbürger-Razzia. Mehrere Gremien werden sich heute mit den mutmaßlichen Putschplänen einer Gruppierung aus der Reichsbürger-Szene befassen. 25 Menschen waren am Mittwoch wegen Terrorverdachts festgenommen worden, darunter frühere Offiziere und Polizeibeamte. Zweiter Tag im Münchner Wirecard-Prozess. Die Verteidigung von Ex-Wirecard-Chef Braun fordert die Aussetzung des Verfahrens. Begründet wird der Schritt damit, dass Braun in der Öffentlichkeit bereits vorverurteilt worden sei. Mindestens zwei Tote bei Protesten in Peru. Nach der Amtsenthebung von Präsident Castillo forderten tausende Demonstranten in mehreren Städten den Rücktritt der neu eingesetzten Präsidentin Boluarte und die Auflösung des Kongresses. Boluarte stellte vorgezogene Neuwahlen für April 2024 in Aussicht. Und das Wetter heute. Im Osten noch gebietsweise Schnee, sonst oft trocken, nur vereinzelt ein paar Flocken und Nebenwolken oder Nebel, zum Teil auch sonnig. Höchstwerte -5 bis +3 Grad.